Ich bin's, der Callcenter-Crasher, und im heutigen Video muss ich mal einen Angriff auf meine Computersicherheit erkennen und abwehren. Wie es am Ende dazu kommt, hört ihr wie immer nach dem Intro, und zusätzlich sind eure sprachlichen Fähigkeiten gefragt, denn da sagt ein Betrüger etwas, das ich nicht verstehe, aber ich bin mir sicher, einer von euch versteht es. Jetzt aber los mit dem Video, viel Spaß! Hallo? Hallo, hallo. Ja, ich grüße Sie, spreche mit Herrn Jürgen Smart. Ja. Ich grüße Sie, Herr Jürgen Smart. Lena Schulz ist am Apparat, Ihre persönliche Kontoberaterin von der Online-Handelsplattform. Ich melde mich bezüglich Ihrer Anmeldung auf dem Finanzmarkt. Sie haben bei uns das Konto angemeldet, ja? Ja, ich weiß aber nicht mehr ganz genau wie, weil, oder vielmehr wo genau, weil da wurde man weitergeleitet und dann kam irgendwie gar keine richtige Webseite mehr. Genau, deswegen bekommen Sie jetzt von mir gerade per E-Mail die Anweisungen zur Handelsplattform, Herr Jürgen Smart. Sie haben bei uns folgende E-Mail-Adresse eingegeben. Das ist martin.jürgensmann@mailbox.org. Ist das korrekt, ja? Das ist korrekt, ja. Okay. Können Sie Ihre Posteingang überprüfen? Checken Sie mal bitte Ihre E-Mail, Herr Jürgen Smart. Gerade habe ich per E-Mail die Zugangsdaten geschickt. Wo steht die Hauptseite, wo Sie das Konto haben, Ihre Benutzername und einmaliges Passwort, womit Sie jederzeit problemlos auf Ihrem Handelsaccount einloggen, Ihr Balance anschauen und Ihre Profite zurück auszahlen lassen könnten, ja? Ja, E-Mail ist gekommen, ja. Okay, von Lena Schulz. Gut, Herr Jungersmann, mit welcher Summe möchten Sie das Konto aktivieren? Ja, Möchten Sie Trade? erstmal möchte ich gerne wissen, mit was kann ich denn handeln überhaupt? Herr Jürgensmann, alles läuft bei uns vollautomatisch. Unsere Unternehmen arbeitet mit vollautomatisierter Handelssoftware, das ist KI, künstliche Intelligenz, welche ganz alleine und ganz automatisch läuft. Ja, falls Sie bis heute nicht gehandelt haben, eine Plattform für die Anfänger geeignet ist. Ja, diese Software, also eröffnet und schließt Positionen eigenständig, generiert für Sie selbst auf Ihrem Handelsbalance, Sie bekommen Ihre Profite auf Ihrem Handelsaccount. Und wenn Sie Ihre Profite zurück auszahlen lassen wollen, ja, auf Ihrem Handelskonto steht solche Taste auszahlen. Ja. Sie sollen auf diese Taste drücken, Ihre IBAN-Nummer eintragen und maximal in 24 Stunden bekommen Sie Ihre Profite auf Ihrem aktuelles Bankkonto. Ja, mehr brauchen Sie gar nicht zu tun, Herr Jürgensmann. Ja, aber das hat meine Frage noch nicht beantwortet. Ich habe jetzt viel gesagt, aber ich habe gefragt, mit was ich handeln kann. Also interessieren Sie sich, mit welchem Produkt kann man handeln, oder? Das habe ich Mit Kryptos? gefragt, ja. Ah, okay. Das ist absolut Ihre Entscheidung. Falls Sie Handel mit Bitcoin anfangen wollen, dann wird Software so generiert, dass dieses Robotsystem in Zukunft nur mit Bitcoin handelt. Falls Sie besondere Interesse für Aktien haben, das ist auch Ihre Entscheidung, ja? Sie bekommen von unserer Seite fachexpertische Hilfe, auch Herr Jürgensmann. Diese Dienstleistung ist ganz kostenlos für Sie. Nach der Kontoaktivierung, Ihr Fachexpert meldet bei Ihnen an, wählt für Sie Produkt aus, ja, generiert für Sie Software, installiert für Sie Robotsystem frei und dann wird alles automatisch laufen, ja. Das ist so. Haben Sie Interesse für Bitcoin, oder? Nee, ich hätte eher so gedacht an Kobold und seltene Erden. Okay, das ist Ihre Entscheidung, Herr Jürgensmann. Aber meine Natürlich. Zuständigkeit ist, also dieses Handelskonto zu aktivieren. Ja, ich bin zuständig für Kontoaktivierung. Möchten Sie Handel mit 250 Euro anfangen, mit mindestens Eigentlich und wollte ich ein damit Sie bisschen diese Software ausprobieren? mehr handeln. Mit ein bisschen mehr einsteigen. Aber wie gesagt, kann ich bei Ihrer Plattform mit Kobold und seltenen Erden handeln? Natürlich, also auf dem Finanzmarkt gibt es mehr als 600 verschiedene Vermögenswerte, Herr Jürgensmann. Ja, Ob Sie mit aber Koboldhandel anfangen, nicht jede, das ist jede, Ihre Entscheidung. ja, aber nicht jede Firma handelt mit Kobold und mit seltenen Erden. Deswegen Ja, frage ich extra unsere nach. Unternehmen handeln damit auch. Ah ja, gut, okay, das ist gut. Prima, so, und wie können Okay. wir das Ganze jetzt starten? 250 Euro, das ist mindestens Betrag, Herr Ja, nee, Jürgensmann, falls Sie bis das ist zu heute. wenig, das ist zu wenig. Okay, wie viel möchten Sie dann investieren? Ich habe ein bisschen gespart, ich würde sagen 3.000 Euro. 3.000 Euro.
So, möchten Sie das mit PayPal-Konto einzahlen oder mit der Kreditkarte? Nee, normalerweise überweise ich solche Sachen immer nur. Haben Sie Online-Banking? Ich habe Online-Banking, ja. Okay, in dem Fall bekommen Sie von mir einen Link. 3000 Euro können Sie jetzt nicht investieren, Herr Warum nicht? Gerstmann, ja. Warum? 1000 Euro, maximal Wa 1000 Euro können Sie warum investieren. nicht? Wenn Sie alles testen, dann natürlich können Sie mehr einzahlen. Also ich verstehe ich nicht. An der Börse kann man doch handeln mit in welcher Höhe man will. Warum kann man bei Ihnen nur mit 1000 Euro anfangen? Warum unterbrechen Sie mich eigentlich dauernd? In dem Fall können Sie dreimal 1000 Euro einzahlen. Passt Das das? ist doch unlogisch. Aber gut, Also. dann machen wir es so. Dann schicken Sie mir bitte die Bankdaten. Bankdaten können wir nicht schicken. Wenn Sie Online-Banking haben, Herr Jürgensmann, von mir bekommen Sie einen Link per E-Mail, ja. Und Sie werden die Zahlung durch Klarna schaffen, ja. Nee, So. das ist ein Drittanbieter, das mache ich nicht. Das sind Also Drittanbieter, Bankdaten ich können möchte wir nicht nur an schicken. Das Ihre. dauert Lassen Sie mich bitte mal ungefähr ausreden. 50, Lassen Sie 40. mich bitte mal Warum ausreden. schreien Sie bitte? Ich schreie doch gar nicht. Sie prappeln permanent dazwischen. Ich sagte, ich überweise nicht über Drittanbieter. Ich überweise nur an Ihre Firma. Das heißt, ich brauche Ihre Bankdaten und keinen Das können wir Drittanbieter. nicht schicken. Die Gut, Bankdaten dann können wir nicht schicken. gut, kein Problem. Dann suche ich mir ein anderes Okay. Unternehmen. Okay, schönen Tag. Tschüss, Tschüss. Betrüger. Hallo? Hallo? Hallo, schönen guten Morgen. Ja? Emily Schmidt, mein Name. Spreche ich mit Herrn Rodermund? Das ist richtig, ja. Ich rufe Sie vom Swisscap an. Das ist eine Plattform, wo Sie eine Anmeldung gemacht haben über Online-Investitionen. Erinnern Sie sich? Müsste ich nachgucken. Jetzt ad hoc nicht. Aber okay, wie kann ich Ihnen denn helfen? Also eigentlich, ich bin hier, damit ich Ihnen helfen kann. Ich bin Ihr Account Manager, Kontoverwalterin, und ich werde Sie weiter erklären und weiter unterstützen, damit Sie das Handelskonto aktivieren können. Wenn ich Sie fragen darf, haben Sie eine Erfahrung bis jetzt oder ist das erste Mal für Sie? Eine Erfahrung in was? In Online-Investitionen. Ja, ich habe mal nee, Investitionen. Nee, habe ich nicht so. Okay. Eher theoretischer Okay, Natur. machen Sie keine Sorgen, weil unser Unternehmen stellt Ihnen ein Finanzexpert zur Seite. Das heißt, Sie werden die ganze Zeit mit ihm und Sie werden nicht allein sein. Er zeigt Ihnen, in die richtigen Märkte zu investieren und er analysiert jeden Tag also die Märkte. Also erstmal, Sie wissen, dass zu investieren braucht man Geld und das Mindestbetrag ist 250 Euro, dann können Sie, wie viel Sie möchten investieren, es ist Ihre Entscheidung. Und nachdem Sie die Transaktion gemacht haben, wir eröffnen für Sie ein Handelskonto, dann arbeiten Sie weiter mit unserem Finanzexperten. Ja. Und er zeigt Ihnen also, erklärt Ihnen alles, Sie arbeiten zusammen, also in welchen Märkten sind am besten Ja, jetzt und möchte ich so. gerne noch mal auf Ihre Webseite schauen. Wie hieß diese Webseite noch mal bitte? Swisscap. Können Sie es mal Sie haben schon buchstabieren? gesehen die Informationen auf unserer Website, Das oder? kann sein, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Okay. Also ganz einfach schreiben Sie auf Google Chrome Swisscap und dann bekommen Sie alle Nee, ich Informationen. möchte ja direkt auf Ihre Webseite. Also direkt Ihre Webseite bitte. Ich möchte ja nicht googeln. Ach so, ein kurzes Moment. Also, no, Moment. Kennen Sie Ihre eigene Webseite nicht? Ich bin neu hier deswegen, aber ich habe geschrieben in meinem Notes. Aber nur ein kurzes Moment, bitte. Ach, Sie sind neu und dann werden Sie direkt auf den Kunden losgelassen. Wie bitte? Sie sind ganz neu in der Firma und dann werden Sie direkt auf die Kundschaft losgelassen. Nein, nein, ich bin hier ein neuer Mitarbeiter in der Firma.
ist nicht neu. Also es ist swisscap.pro. Ah ja, swisscap.pro. Okay, ja. Dann rufe ich die Seite mal auf. Okay. Ich habe es gefunden, ja. So, und was bieten Sie jetzt genau an? Also erstmal, wie ich gesagt habe, Sie müssen eine Transaktion machen, damit Sie ein Handelskonto haben. Erstmal möchte ich wissen, was Sie anbieten. Wie kann ich bei Ihnen Geld verdienen? Also wir geben Ihnen einen 50% Bonus. Ja, das Problem ist, haben Sie meine Frage verstanden? Doch, ich habe Ihre Frage verstanden, also aber ich bin hier nur, Ihre Handelskonto zu aktivieren. Normalerweise, die Kunden lesen selber erstmal die Informationen, dann machen sie die Anmeldung. Also deswegen habe ich Sie angerufen, damit ich die Transaktion machen, Ihre Handelskonto aktivieren und dann Sie sprechen weiter mit unserem Finanzexperten. Also das ist meine Arbeit. Ja gut, also können Sie gar nicht sagen, mit was ich zum Beispiel bei Ihnen handeln kann? Ja, wir beschäftigen uns mit Rohstoffen, Aktien, Indizien und so weiter. Aktien, ah ja, das ist interessant. Ich würde gerne, oder vielmehr in Rohstoffe investieren, in seltene Erden zum Beispiel und Kobalt. Kann ich das bei Ihnen handeln? Ja. Ja? Ja, einen Moment, ich sehe in meinem System, dass Sie... Sie haben noch mal probiert, Transaktionen zu machen, oder? Es hat ja nicht funktioniert. Verstehe ich. Das hat ja nicht funktioniert. Aber gut, okay, dass Sie jetzt anrufen. Also, ich kann also in Kobalt und seltene Erden investieren, richtig? Ja, genau. Aber ich werde Sie weiterleiten in meinem meine Vorgesetzte. Ja. Gut, dann leiten Sie weiter. Weil ich habe ein Fall wie diese habe ich nicht. Ja, wenn Sie ganz neu da sind in der Firma, dann ist das klar. Dann leiten Sie mich bitte an jemanden weiter, der mich wirklich beraten kann. Okay, ein kurzes Moment bitte. Hallo wieder, Herr Rotemund. Ja. Leider, mein Vorgesetzter ist besetzt. Also haben Sie Zeit heute, damit wir einen Termin vereinbaren? Ja, heute habe ich noch ein bisschen Zeit. Kommt drauf an, wann. Wann können Sie? Also um 12 Uhr oder 1 Uhr? Also heute? 12 Uhr in einer halben Stunde, ja, ist in Ordnung. Ja, in 40 Minuten, okay. Genau. Okay, ich rufe Sie wieder an. Auf Wiederhören. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Da hat die neue Mitarbeiterin im Betrugssektor wohl schon ihre Kompetenzgrenze erreicht und wollte mich abwimmeln. Denn der zweite Anruf der Chefin kam nicht mehr. Es ist immer lustig zu merken, dass die zwar nicht wissen, was seltene Erden sind, sie aber genau wissen, dass ich bei ihrem Betrügerladen damit handeln kann. Was für eine extrem kompetente Beratung. Schauen wir mal, wer als nächstes anruft. Hallo? So, hallo Herr Jugendmann. Ja? Jonathan Pip ist mein Name, ich bin von der Finanzmarkt. Von der Finanzmarkt? Ja, genau. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Es ist sehr laut bei Ihnen, ich höre Sie kaum. Ah, okay, dann passt. So, es ist sehr laut bei Ihnen, ich höre Sie kaum, weil die Musik so laut ist. Einen Moment, ich... Genau, machen Sie mal die Musik aus. Okay, jetzt passt. Ja, schauen wir mal.
Okay, so wie ich hier sehe, Sie haben sich bei uns für ein passives Einkommen registriert, ist das richtig? Das weiß ich ja nicht, ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Ach so, ja, kann auch sein, dass Sie schon länger registriert haben und wir rufen Sie jetzt. Ja, und wer sind Sie? Wie bitte? Wie bitte? Welche Firma sind Sie? Also, wir sind von der Firma Astra und Investment. Astra Investment heißt unsere Firma. Finanzmarkt. Kenn ich so gar nicht. Haben Sie eine Webseite? Ja, klar, haben wir. Ja, können Sie mal nennen, bitte? Asperinvestment.com. Können Sie es bitte buchstabieren? Sie sind schlecht zu verstehen. Einen Moment. Ich kann Ihnen auch per E-Mail schicken, weil wir haben hier Ihre E-Mail-Adresse. Ich sage jetzt einmal und Sie stimmen zu, dass die richtige E-Mail-Adresse ist. Das ist dann einmal martin.jugendsmann@mail.com. Nee, mail.com ist falsch. Ist das richtige E-Mail-Adresse? Nein. Das ist falsche E-Mail-Adresse. Richtig. Ja, dann können Sie mir den richtigen E-Mail-Adresse geben. @mailbox.org. Wiederholen bitte. @mailbox.org. Also das. Hallo, ich verstehe Sie. Ja, genau. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal ein bisschen für Ruhe sorgen? Leider nicht, weil wir sind hier zu viel und. Jetzt hör ich Sie kaum. Jetzt ist wieder laut. Das ist dann, können Sie bitte Ihre Telefonanlage so regeln, dass ich Sie verstehen kann? Ja, jetzt passt. Ja, jetzt werden wir sehen. Okay, das ist dann einmal martin.jugendsmann@mailbox. Ist das richtig? Ja, und wie geht's weiter? Genau. Ja, nee, wie geht's weiter? Genau ist da keine Antwort. Ah, jetzt ist wieder so laut. Stellen Sie Ihre Telefonanlage doch mal richtig ein. Hallo? Mir fliegen die Ohren weg bei Ihnen. Stellen Sie doch Ihre Telefonanlage mal richtig ein. Ja, hören Sie mich jetzt gut? Ja, jetzt gerade wieder. Und gleich wird es wieder fürchterlich laut. Das weiß ich jetzt schon. Genau, das ist dann einmal martin.jugendsmann@mailbox.org. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Genau, wunderbar. So, ich schicke Ihnen alle Unterlagen, also unsere Webseite und alles. Haben Sie Erfahrung am Finanzmarkt, ja. Herr Jugendsmann? Haben Sie? Ja. Okay, sehr gut. Dann haben wir einmal für den Kunden die Erfahrung haben, dass die mit also selber handeln können mit automatischer Software. Also wenn Sie Erfahrung haben, Ihre Telefonleitung ist so schlecht, ich verstehe Sie kaum. Von wo aus rufen Sie denn an? Wir rufen Sie von Österreich. Von Österreich? Ich hatte noch nie eine so schlechte Verbindung nach Österreich. Ja, ab und zu mal kann passieren. Nee, hatte ich noch nie. In tausenden von Telefonaten habe ich noch nie eine so schlechte Verbindung gehabt. Jetzt hören Sie jetzt mich immer noch schlecht? Ja. Was jetzt? Nee, jetzt sind Sie nur nah am Mikrofon und es ist sehr undeutlich zu hören. Können Sie Ihre Telefonanlage nicht vernünftig einstellen? Sind Sie dazu nicht in der Lage? Ich bin jetzt... Ein Moment bitte. So, hören Sie mich jetzt? Das werden wir sehen, ja. Jetzt passt, oder? Das werden wir sehen, sagte ich. Nochmal bitte? Ja, machen Sie doch mal die Musik aus. Ich bin es leid, dauert alles zu wiederholen.
Ich kann die Musik ja schon mitsingen. Machen Sie mal die Musik also aus. Musik kann ich leider nicht ausmachen. Dann hat das wenig Sinn. Dann hat das wenig Sinn, mit Ihnen zu sprechen. Weil Sie verstehen mich ja gar nicht. Ja, jetzt verstehen Sie immer noch nicht. Sie verstehen mich doch gar nicht. Ja, ich verstehe Sie schon. Das Problem nee, Sie ist, haben doch dauernd nachgefragt. Passen Sie auf, rufen Sie mich in einer halben Stunde mal an, wenn Sie Ihre Telefonanlage richtig eingestellt haben. Weil so hat es keinen Sinn, okay? Dann bis in einer halben Stunde dann bitte. Bis dann, tschüss. Ich verstehe Sie schon 100%. Der lustige Betrüger ist wohl etwas genervt, weil wir einander nicht verstanden haben. Hat jemand von euch verstanden, was er am Ende gesagt hat? Wenn ja, schreibt mir bitte, welche Sprache das ist und die Übersetzung in die Kommentare. Er hat es dann jedenfalls nochmal versucht und diesen Anruf hört ihr jetzt. Hallo? Hallo, Herr Jugendmann. Ja, wer ist da? Ich bin's, Jonathan. Ah, der Finanzmarkt. Ja? Hören Sie mich jetzt? Ja, ich höre Sie. Ich glaube, Sie haben ein schlechtes Netz, weil ich höre Sie schlecht. Sie rufen hier auf einem Festnetztelefon an. Da gibt's kein festes Netz, kein schlechtes Netz. Hallo? Hallo? Ja, jetzt ja. Haben Sie den E-Mail bekommen? Muss ich nochmal gucken. Ja, habe ich tatsächlich. Genau, da habe ich alle Informationen geschickt. Ja, ich habe dann auf den Link geklickt von Astra Investments Pro und mein Sicherheitssystem blockiert die Seite. Weil da ist Malware auf dem System. Sie verteilen also Viren. Ja? Ja, Sie verteilen Viren? Okay, das ist nett, dass Sie das zugeben. Also da habe ich alle Informationen Ihnen schon geschickt. Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Können Sie bitte wiederholen? Nee, ich glaube nicht. Ihre Plattform, Ihre Webseite, die Sie mir geschickt haben, die verteilt Viren. Ja? Genau. Und Sie meinen, eine Firma, die Viren auf ihrer Webseite verteilt, ist eine legale Firma? Ja, natürlich. Wir sind weltweit, wir sind in viele Länder, wir haben unsere. Ja, und deswegen verteilen Sie Computerviren? Nochmal bitte? Ja, haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Weil Sie das Problem ist, dass es sehr laut bei Ihnen ist. Die Musik, machen Sie doch einfach mal die Musik aus. Nein, das Problem ist, Sie haben ein schlechtes Netz. Sie haben es immer noch nicht verstanden. Sie rufen auf einem Festnetztelefon an, Landline. Da gibt's kein schlechtes Netz. Das ist IT-Telefonort. Ja, nein, bei mir nicht. Sie rufen auf einem Telefon, Landline an. Mein Netz ist gut. Haben Sie nicht verstanden, ne? Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Hallo? Hallo? Aufwachen! Ich warte Ihnen jetzt, Leiter. Ich warte Ihnen jetzt, Leiter. Einen Moment. Sie weiten mich, Leiter? Ja, ich leite Ihnen weiter. Einen Moment, bitte. Na gut, dann weiten Sie mich mal, Leiter. Ja, hallo? Ja, hallo? Wer ist da jetzt? Ja, schönen guten Tag, Herr... heißen Sie? Moment. Ich heiße nicht Herr... Ach so. Ja, schönen guten Tag, Herr Jürgesmann. Ja, mein Name ist Anna Steffens von Finanzabteilung. Sie haben jetzt gerade mit meiner Kollegin gesprochen, ja? Johannes. Ja, der hat aber leider kein Deutsch verstanden. Ach so, nein, okay.
Ja, haben Sie Fragen, oder? Ja. Was ist los? Ja, ich habe eine Frage. Er hat mir den Link zu Ihrer Webseite geschickt. Und diese Webseite wird beim... Sie müssen nicht dauernd dazwischen reden. Hören Sie mich erstmal zu Ende an. So, und... Okay. Ja, hören Sie doch einfach mal zu, ohne was zu sagen, ja? Okay? Also, Sie reden immer dazwischen, ne? Ist das Pflicht bei Ihnen, permanent dazwischen zu reden? Okay, ja, sprechen Sie weiter, genau. Ja, dann reden Sie mal nicht dazwischen. Also, er hat mir einen Link zu Ihrer Webseite geschickt. Und diese Webseite wird bei mir blockiert, weil diese Webseite Viren verteilt, Malware verteilt. Hat es eine so renommierte Firma nötig, Viren im Internet zu verteilen? Das können Sie jetzt bitte beantworten. Okay. Ich habe alles verstanden. Was meinen Sie? Ja, gut. Dann beantworten Sie bitte meine Frage. Das bedeutet, wenn Sie klicken, diesen Link, bei Ihnen kommt Werbung, ja? Nein. Zum Beispiel. Sie haben also nicht verstanden. Haben Sie jemanden, der Deutsch spricht? Okay, Herr Jürgensmann, ja? Jürgensmann. Ich möchte nicht einfach mit Ihnen weiterreden, ja? Möchten Sie nicht? Und auf Wiederhören. Ciao. Tschüss, Betrüger. Okay, bye. Tschüss, Betrüger. Tatsächlich ist dieser Betrügerschuppen nicht in der Lage, ihr Voice-over-IP richtig einzustellen und zusätzlich verteilt die Webseite aspainvestment.pro noch Malware im Internet. Daher solltet ihr Zuhörer nicht auf Webseiten gehen, die ihr in den Videos der Scambeta hört. Wir können das ja auch nur, weil wir unsere Systeme weit über die Windows-Sicherheitsfunktionen abgesichert haben. Schlechtes Deutsch konnten die ja gut. Doch zumindest haben die verstanden, dass ich deren Angriff auf meine Computersicherheit erkannt und abgewehrt habe. Nochmal die Bitte, wenn ihr übersetzen könnt, was der Betrüger im vorletzten Anruf am Ende gesagt hat, schreibt es bitte in die Kommentare. Das war's für dieses Mittwochsvideo. Danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum Sonntag verabschiedet sich der Callcenter-Crasher. Tschüss!